Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um diese beiden Abrichtdicken Hobel. Und wir wollen rausbekommen, welcher von beiden ist denn eigentlich besser oder beziehungsweise welcher ist vielleicht eher der richtige für dich. Denn wir haben hier zwei dicken Hobel oder Abrichtdicken Hobel, die sich ziemlich stark ähneln, auch von der Funktionsweise, von den technischen Daten und auch vom Preis. Sie sind fast auf den Euro gleich teuer. Aber es muss doch irgendwelche Unterschiede geben, oder? Und genau das werden wir heute rausbekommen. Natürlich werden wir auch abrichten und auch hobeln und so weiter und so fort. All das gleich im Video. Natürlich ist wieder eins unserer Highlight-Videos, gibt es auch etwas zu gewinnen. Und zwar, wie ihr es kennt, einen 250-Euro Einkaufsgutschein. Wie du das Ganze bekommst, ganz einfach. Einfach unten in die Kommentare schreiben, ob was für Erfahrungen du vielleicht schon mit dem oder dem Hobel hast. Oder einfach dein Feedback zu diesem Video. Heute also das Thema Abrichtdicken Hobel. Das heißt, wir können hier oben abrichten und da unten auf dicke Hobeln. So einfach, so gut. Und vor einiger Zeit haben wir schon mal reine dicken Hobel getestet. Und zwar von Triton, Metabo und Makita. Falls du das Video nicht gesehen hast, verlinke ich dir mal hier oben. Das kann für dich auch durchaus eine Alternative sein zu diesen Geräten, weil sie sind wesentlich kompakter und handlicher. Heute aber Abrichtdicken Hobel und es kommt der Tag im Leben eines Menschen, der gern mit Holz arbeitet, wo er wirklich sagt, jetzt ist der Tag gekommen, ich möchte jetzt entweder mit Echtholz arbeiten oder Holz nochmal richtig aufarbeiten können oder richtig mit Holz arbeiten können. Denn es ist ein unwahrscheinlich befriedigendes Gefühl, einfach so irgendein Stück Holz, was noch so ein bisschen sägerau und irgendwie aussieht, wunderschön hier abzurichten, dann auf eine gewünschte Dicke zu hobeln, vielleicht zu einem Möbelstück zusammenzubauen. Das ist nochmal, das ist Next Level, muss man ganz klar sagen. Und vielleicht von mir, war es auch so, dass ich jede Menge gemacht habe, ich habe viele Projekte gemacht und so weiter und so fort. Aber als ich meinen ersten Hobel hatte, Heidewitzka, ist mein Gehirn quasi explodiert und ich habe wieder ganz neue Projekte gemacht. Das hat viel mehr Spaß nochmal gemacht, diese Möglichkeit zu haben. Das heißt, wenn ihr noch keins habt, ist das heute vielleicht genau unser Video oder dein Video. Und wir werden jetzt Folgendes machen, beziehungsweise, welche Geräte haben wir hier eigentlich? Wir haben den Metabo HC 260 2,2 WNB. Und dann haben wir noch den Holzmann HOB 260 ABS. Das sind also unsere beiden Boliden, die wir heute hier in den Ring schicken. Und ein kurzer Hinweis vorher, beide haben einen 230 Volt Anschluss. Das heißt, ganz normal eine Steckdose stecken und losarbeiten. Es gibt aber sowohl von Metabo als auch von Holzmann jeweils auch eine Version mit Kraftstromanschluss, wo ihr dann nochmal etwas mehr Power habt, ein bisschen mehr Drehmoment und so weiter und so fort. Aber heute, weil die meisten von euch, weil eigentlich alle von euch wahrscheinlich normale Steckdose haben und viele von euch eben keine Möglichkeit für Kraftstrom haben, haben wir uns für die Geräte entschieden. Und in der Regel sind die auch fast baugleich. Also wenn ihr sagt, okay, ihr findet das Gerät richtig toll, dann könnt ihr für euch auch entscheiden, ob ihr mit welchem Stromanschluss ihr es nehmt. Das ändert an dem Gerät erstmal relativ wenig. Ist bei Metabo auch so. Ja, es sind Kleinigkeiten hier, die hat 2200 Watt, die andere hat 2800 Watt und so weiter und so fort. Kommen wir zu den technischen Daten. Und wenn du jetzt Folgendes machen würdest, du würdest einfach nur ins Internet gehen, dir einfach nur die technischen Daten raussuchen, die Geräte nicht angucken vorher, würdest du eigentlich davon ausgehen, dass sie völlig identisch sind. Denn die technischen Daten von beiden sind wirklich fast gleich. Wir haben hier eine fast identische Wellengeschwindigkeit von etwas über 6000 Umdrehungen. Wir haben dieselbe Durchlassbreite, dieselbe Durchlasshöhe. Alles dasselbe und übrigens als Maximum sind hier 3 mm Spanabnahme zwar angegeben, aber bitte macht das nicht. Nutzt bitte diese Geräte, nutzt solche Geräte dieser Preisklasse, aber auch der Gewichtsklasse nicht, um so etwas zu tun. Aber wo Gewichtsklasse, Metabo mit 70 Kilo, um einiges leichter als hier Holzmann mit 91 Kilo, aber wir haben hier natürlich auch etwas mehr Material verbaut. Die eigentliche Maschine, glaube ich, wenn wir die Füße abnehmen würden und das hier oben, da kommen wir schon sich gegenseitig ziemlich nah. Noch ein Hinweis zu den technischen Daten. Wir haben dir die technischen Daten hier oben nochmal als Link verlinkt. Dort kannst du bei uns auf die Seite gehen, dir das Ganze nochmal anschauen, auch im Nachhinein nochmal ganz in Ruhe durchlesen und du kannst dort deinen Favoriten wählen. Das könnt ihr alle machen und dann wisst ihr auch alle als Gemeinschaft nach dem Video, was ist denn der Hobel, den ihr alle am besten fandet. Ja, also da am besten mal schauen. Und da könnt ihr übrigens auch nach dem Preis nochmal schauen. Und falls ihr euch für die Geräte interessiert, schaut mal unten den ehrlichen Preisvergleich, denn natürlich, dort ist es so, aber bei den Geräten ist es so, dass die auch immer ein bisschen variieren vom Preis. Was haben wir hier? Etwa 1000 Euro, zwischen 950 und 1000 Euro kosten diese Geräte.
Und noch ein Hinweis allgemein zu diesen Geräten und dieser Geräteklasse. Es gibt garantiert genau zwei Fraktionen, die auf diese Hobel schauen, oder die abrichtdicken Hobel schauen. Das ist die eine Fraktion, die sagt, ein abrichtdicken Hobel unter 5.000 Euro, da taugt doch gar nichts. Ja? Und die anderen sagen, Mensch, so in meinem Bereich sieht echt interessant aus, da kann man bestimmt Sachen mitmachen. Ja? Bitte bewertet diese Geräte für euch immer anhand der, auch der Preisklasse. Ja? Es gibt solche Geräte auch in der Preisklasse 300, 400 Euro, das ist noch was ganz anderes, das wir uns auch nochmal anschauen. Aber natürlich gibt es viel, viel teurere, hochwertige, größere und so weiter Geräte für den professionellen Einsatz. Weil das sind Geräte, um sie ab und zu mal zu benutzen und um ab und zu mal damit etwas abzurichten. Also fangen wir jetzt mal an, das Ganze auseinanderzunehmen, zumindest uns jede einzelne Funktion anzuschauen. Und ich werde es immer so machen, ich gucke mir das auf der einen Seite an, wie ist es hier gelöst, und auf der anderen Seite gebe vielleicht nochmal meine Meinung ab. Und so seht ihr aber immer die Unterschiede zwischen den verschiedenen Geräten. Der erste Unterschied war schon mal, wie wurde das Ganze geliefert? Denn wenn man jetzt erwarten würde, okay, jetzt kommt ein so ein großer, überlegt euch mal, wie schön das wäre, so ein großer Holzkarton, ja, so wie früher, wunderschön noch zusammengenagelt, du holst das raus mit Holzwolle und so weiter und freust dich, es ist fertig. Nein, so kommt das Ganze hier nicht, in beiden Fällen nicht. Bei dem ist es so, dass ihr hier oben im Bereich ein paar Kleinigkeiten zusammenbaut, wenn ich mich hier erinnere, musst du den Arm hier ranschrauben und den Winkel und so weiter, aber du musst unten hier das untere Teil zusammenbauen, das bist du irgendwo in einer halben Stunde eigentlich mit durch. Bei dem hier sieht es ein bisschen anders aus. Da musst du diverse Dinge nochmal dran bauen, hochbauen, runterbauen. Gefühlt kommt es in Einzelteilen. Ganz so schlimm ist es nicht, aber hier bist du auch schon mal eine Stunde, anderthalb Stunden auf jeden Fall beschäftigt und die Hälfte der Zeit wirst du brauchen, um die Bedienungsanleitung zu verstehen. Also es ist schon ein bisschen Arbeit in dem Fall, aber es ist machbar in beiden und finde ich jetzt nicht kriegsentscheidend am Ende des Tages. Und da wir aber gerade von den Unterstellen gesprochen haben, fangen wir beim Thema Mobilität an. Und hier ist es bei Metabo so, ihr seht das hier unten auch an den Rädern, dass wir hier eine gewisse Grundmobilität auf jeden Fall schon haben. Und es ist auch wirklich einfach und intuitiv. Du hebst es an, du schiebst ihn rum. Und eigentlich muss ich sagen, ist er damit auch ziemlich mobil und man kann ihn in jede kleine Ecke, insofern, weil man hier von klein sprechen kann, irgendwo hin tun. Hier bei Holzmann geht das aber auch. Hier hast du hier unten einen massiven Körper, aber ich habe ihn jetzt hier auf Rollen, kann ihn hier in der Gegend rumrollen. So. So, das kann ich auch hier irgendwo hinziehen, das funktioniert wunderbar. Es ist sehr leicht, sehr intuitiv und man hat hier unten, ja, hier ein Fußkeil, kann man glaube ich, nee, muss man hochdrücken. So, jetzt steht er massiv und zwar richtig massiv, also da kann man überhaupt nichts sagen. Wackelt das? Nö, aber hier bei Metabo steht er auch massiv, aber bei Holzmann schon noch etwas massiver. Also insofern hier vielleicht einen kleinen Vorsprung von Holzmann. Freunde, 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 wir müssen reden. Denn wenn ihr dieses Teil oder auch das andere Teil nicht benutzt, dann komme ich vorbei und paddel euch. Ja, das gibt's nicht. Denn wir haben ja hier oben jetzt die Seite, wo ihr abrichten könnt. Und gerade hier ist es so, ja, übrigens Sicherheit geht vor, hier ist kein Strom. Ja, nur mal als Hinweis. Wir haben hier die Welle mit dem Messer. Und wenn wir jetzt hier von der Seite uns schön jetzt das Holz nehmen und hobeln das hier rüber, dann solltest du immer deine Hände schützen und immer mit diesem Teil arbeiten, nämlich dem Schutz oder dem Wellenschutz oder dem Messerschutz oder was auch immer. Am Ende dem Schutz deiner Finger. Und dazu ist dieses Teil hier da. Das wird mitgeliefert, das ist übrigens aus Kunststoff hier. Und jetzt schauen wir uns das mal etwas genauer an. Wir haben jetzt hier unser Kunststoffteil, das schieben wir hier durch und können es hier justieren. Das heißt, hier ist es jetzt erstmal justiert. Man muss jetzt aber Folgendes sehen, wir haben hier ein gewisses Spiel drin und auch hier da erstmal ein gewisses Spiel drin. Wir werden uns gleich das andere nochmal anschauen. Aber es ist ja dazu da, um jetzt hier unten drunter Holz durchzuschieben und dann hier mit der Hand drüber zu gleiten und weiterzumachen. Ja? Also schiebt das hier durch, gleitet dann hier rüber. Dazu könnt ihr das Ganze hier einstellen. Ihr habt hier unten die Möglichkeit, das einzustellen. Ja, geht auch ziemlich gut eigentlich. Bis zu einer gewissen Höhe, höher als das hier, geht es jetzt nicht. Ja? Das ist das Maximum. Zusätzlich ist es natürlich so, dass ihr, wenn ihr hier den Winkel herstellt, müsst ihr hier dran vorbei, dann könnt ihr es ganz einfach auch so verstellen. Ein Holz, was so breit ist, schiebt das hier dran vorbei, könnt damit arbeiten. Ja? Dann stellt es natürlich schön nach unten so
und könnt hier dran vorbei arbeiten. So sieht es hier aus. Ich finde, das ist okay. Ich habe damit auch relativ lange gearbeitet. Schon funktioniert. Hier bei Metabo ist es etwas anders. Bei Metabo ist es viel, 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 viel wertiger ausgeführt. Und ich komme mal hier vor euch rum. Hier ist es so, dass wir erst einmal, ihr merkt hier, das hat etwas weniger Spiel als erstes und ist wirklich massiv. Das hier ist kein Kunststoff, sondern das ist auch Aluminium. Ich ziehe das hier mal raus. Das ist relativ leicht, aber Aluminium. Hier ist es Hartplaste. Ja. Kann ich hier einsetzen. Auch das hier ist wertiger gemacht. Kann ich hier durchschieben. Ja. Hier befestigen. Hier kann man das Ganze nach oben stellen. Auch hier ist es relativ einfach. Bei Holzmann ist es etwas leichter, aber auch hier haben wir eine gewisse in Maximalhöhe, die wir einstellen können. Aber auch hier ist es jetzt so, dass der nach oben ein bisschen Spiel hat, was ich nicht schlimm finde, zur Seite aber nicht. Ja, ich finde es schön, dass der Arm hier allgemein etwas wertiger ist. So, ich habe hier die Möglichkeit, die Arretierung zu lösen und dann den gesamten Hebel nach hinten zu klappen, wieder zu befestigen, ja, dass er erstmal aus dem Weg ist. Das nächste Thema ist dieser Anschlag. Ja, denn es ist ja so, wenn wir jetzt hier Holz haben, wie das hier, und jetzt nehmen wir mal an, dass wir jetzt schon, wir hier schon mal erstmal planen, dann wollen wir hier irgendwann auch unseren 90-Grad-Winkel herstellen. Dann schieben wir das hier drüber, so, drüber, und dann brauchen wir hier natürlich einen Anschlag. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Anschlag hier an, und wir müssen leider feststellen, dass er doch fragiler ist, als er sein sollte und sein müsste. Und dazu drehen wir das Ganze mal um. Für euch geht der hier wunderbar und schnell. Und ich arretiere es mal. So, jetzt haben wir hier den Anschlag. Und es ist von hinten erstmal interessanter. Denn wie verstellen wir ihn denn eigentlich? Es ist so, dass wir ihn hier lösen können. So. Dann können wir ihn in der Tiefe verstellen. Müssen wir auch, um hier entsprechend das für das jeweilige Holz hier auch einzustellen. Ja? Ein bisschen nach vorne stellen, um hier inzwischen entsprechend hier im vorderen Bereich zu arbeiten. Hier können wir den Winkel einstellen. Das müssen wir ordentlich mal lose machen. So, jetzt haben wir es gemacht und haben jetzt hier die Möglichkeit, auch den Winkel abzulesen. Ja, wenn man es einstellt, dann seht ihr, kann man das entsprechend einstellen, wie man das so haben will. Und wenn ich, das Interessante ist, wenn ich es jetzt so einstelle, so, so, so. So, dann hat der Winkel hier noch keine Stabilität. Okay, wir machen es mal weiter. Ja, wir kommen nämlich genau zu dem Problem. So, einstellen, jetzt aber. So, und ihr seht jetzt Folgendes. Okay, stellen wir das nochmal richtig fest. Und jetzt guckt ihr bitte mal aus dem Winkel. Und jetzt seht ihr Folgendes. Okay, jetzt könnt ihr sagen, oh, der ist ganz schön stark, der Mann. Das ist nicht so doll. Ja, oder mit einem kleinen Finger hier. Macht der Sebastian einen kleinen Finger. Also, das ist einfach extrem schwach vom Material her. Und jetzt stellen wir mal das Ganze auf 90 Grad, was ja eigentlich so der Standard ist in der Regel. So. Und so. So. Und, ach Gott. Okay, noch fester. Das Problem ist, ihr versucht das die ganze Zeit irgendwie festzuziehen, ja, wie so ein Ochse. Deswegen war das eben auch extrem fest jetzt für mich. Und so, jetzt, hoppa. Und am Ende kommt dasselbe raus. Es wackelt immer noch. Also jetzt muss man sich natürlich fragen, wie wichtig ist das Ganze? Denn du musst dir folgende Frage stellen, drückst du hier hinten wirklich gegen? Ist das jetzt wirklich relevant, ob das jetzt so wackelt? Eigentlich nicht wirklich, weil du das Holz hier drüber schiebst und solange das hier im Winkel bleibt, ist es erstmal okay. Gucken wir mal hier. Das ist jetzt nicht so schön. Und das ist genau das Problem. Ich habe das jetzt, also wirklich, und ich bin wirklich jetzt nicht der Schwächste. Ja? Jetzt ist das Maximum. Ja, was wir haben. Und ihr stellt euch mal vor, ihr habt das schöne Brett, wie hier, so, und das schiebt ihr hier jetzt drüber. Natürlich ist es so, dass ihr jetzt nicht anfangt, jetzt euch hier, ich übertreibe jetzt mal, hier hinzustellen, jetzt so dagegen zu drücken. Ja, das macht ihr eigentlich nicht, sondern ihr habt eigentlich einen Druckpunkt eher im unteren Bereich
und schiebt es hier eigentlich locker drüber. Und ich muss sagen, gerade mit diesem Hobel habe ich schon gearbeitet und habe damals mich sehr geärgert darüber, dass das so ist. Habe auch bei allen YouTube-Kanälen gesehen, dass sie sich anders beholfen haben. Aber es wäre natürlich super schön gewesen, wenn hier riesengroße Stahlteil dann gewesen wäre. Ich muss aber sagen, ich habe damit schon Eiche und Buche Bretter abgerichtet, einige, und die waren nachher winklig. Also ich habe das Ganze natürlich wunderbar eingestellt. Dazu brauche ich nämlich auch einen Winkel, den ich hier irgendwo habe. Und zwar nehmt hier immer einen Winkel. Die Skala da könnt ihr so als Richtschnur mal als Anhaltspunkt nehmen. Für alles andere nehmt bitte einen Winkel. Da stellt ihr das Ganze ein. Ihr seht jetzt hier auch, es ist noch nicht ordentlich eingestellt. Macht es mit dem Winkel. Ja? Das ist jetzt kein Qualitätsthema, aber wir haben hier wirklich etwas, was... Ja, das ist jetzt so fest, wie es geht. Also fester geht es nicht. Es ist nicht möglich. Aber beim Abrichten ist es, glaube ich, nicht das große Problem. Es wäre viel schöner, wenn es anders wäre, aber ist halt so. Schauen wir uns mal Metabo an. Hier bei Metabo ist es auch so, dass die gesamte Winkelkonstruktion hier aus Aluminium ist. Also sowohl das, als auch das, als auch das. Aber das Ganze scheint mir hier etwas durchdachter zu sein, oder zumindest hält es besser. Denn wir haben jetzt auch hier die Möglichkeit, die Länge einzustellen, so wie wir es hier sehen, ja, so wie beim anderen auch. Das Ganze sieht so ein bisschen rustikal aus, aber es funktioniert. Und jetzt habe ich hier mal auch den 90-Grad-Winkel hergestellt. Und ihr seht jetzt mal Folgendes. Ich versuche mal mit aller Kraft das zu drücken. Also ich nehme eher das Gerät hier mit. Aber ich kann das hier ja, nicht so wegkippen. Es bewegt sich leicht. Also es hat ein leichtes, nicht Spiel, aber ich kann es leicht verwinden, würde ich sagen. Also ich kann es ein wenig verwinden, nicht leicht, ein wenig verwinden. Das könnte ich beim anderen aber auch, aber ich kann hier den Winkel nicht wegdrehen. Ja. Wenn wir uns jetzt aber das andere angucken, und zwar das Spiel hier in der Stelle, ja, in der Stelle, es ist hier so, dass wir eigentlich auch noch wieder etwas Spiel haben, was ich aber nicht so entscheidend finde. Ja. Insofern finde ich diesen Anschlag auf jeden Fall einiges besser. Wir wollen jetzt aber auch mal zum Abrichten kommen, und dafür ist ja die obere Fläche hier da. Ja? Wir haben hier eine ebene Fläche, und hier haben wir die Messewelle mit dem Messer. Übrigens als Hinweis, beide Maschinen haben eine Messewelle mit jeweils zwei Messern dabei. Ja? So, und jetzt könnte man ja sagen, wie funktioniert das eigentlich? Weil wir haben ja zwei Ebenen und schiebst das darüber? Nicht ganz. Sondern erst einmal in der Nullstellung ist das beides hier wirklich eine ebene Fläche. Und dann kannst du Folgendes machen, du kannst hier an diesem Hebel drehen und vielleicht schauen wir uns das mal hier an der Stelle. Nämlich hier ist eine kleine Markierung, ja, da siehst du, wie sich das verändert, dass es nach unten rutscht quasi. So, und je weiter wir es hier nach unten tun, umso mehr ist hier die Möglichkeit, ja, hier entsprechend Material abzunehmen. Das ist hier bei Holz mal genau das Gleiche. Hier hast du auch den Hebel bzw. das Rad und siehst hier, wie ich das Ganze nach unten stelle. Ja? Da ist kein Unterschied, funktioniert genauso. Eine Sache müssen wir vorher noch besprechen, und zwar das Thema Absaugung. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Der Spruch ist uralt, aber es sei euch gesagt, für diese Maschinen braucht ihr eine richtige Absaugung. Punkt, aus, Ende, vorbei, Schluss. Ohne Absaugung könnt ihr die eigentlich nicht betreiben. Das habe ich eigentlich gesagt. Ja, weil es ist so halb richtig. Ihr solltet das auf keinen Fall machen und bitte benutzt eine gute Absaugung. Ich habe es gerade nicht vorbereitet, aber jetzt machen wir es trotzdem. Und zwar, wenn ihr euch mal Folgendes vorstellt. Ja, das hier zum Beispiel von Metabo, eine entsprechende Absaugung, um so etwas hier abzusaugen. Und da auch gleich der Hinweis, wenn ihr Holz hobelt, entstehen sehr, sehr feine Stäube. Die sollten auf jeden Fall abgesaugt werden und natürlich Unmengen an groben Sparen. Ja? Dazu braucht ihr wirklich einen großen Sack wie den hier, weil das habt ihr ruckzuck voll. Ja? Heute nach unserem Test vermute ich mal, dass das Ding hier mindestens halb voll sein wird und wir werden hier nur ganz sachte ein bisschen was hobeln. Zusätzlich ist es so, dass ihr diese Absauganlagen kaufen könnt, ganz normal. Ja? Dann ist hier oben so ein kleiner Henkel, hängt hier ein Staubsack. Dieser Staubsack hat nicht die Wirkung wie so eine Filterpatrone, denn man hört es auch so ein bisschen, sieht es auch so ein bisschen. Man sieht hier, was für eine Menge an Staub hier noch hochgezogen wird und hier oben an diesem Sack haften. Dieser Staubsack, der hier oben nur ist, der hält natürlich den groben Dreck zurück, aber den Feinstaub nicht. Der geht hier einfach dann durch und würde wieder bei dir in der Lunge haften. Ja?
Nebenhöhlen oder sonst irgendwas. Falls du übrigens dich noch nicht damit beschäftigt hast, was Thema Staubklasse ist, MLH und so weiter, ich verlinke dir hier oben nochmal ein Video, da wird dir auch nochmal oder erkläre ich dir nochmal ganz genau, was die Unterschiede sind und warum das auch wichtig ist. So, jetzt nochmal zurück. Hier, diese Patrone hält das aber zurück und die ist dafür da, damit du den Staub nicht in der Lunge hast. Soweit so gut. Ergo, wir brauchen eine Absauganlage. Mit einem normalen Staubsauger ist es so, dass hier auf jeden Fall die Spanlast zu hoch ist. Der wird verstopfen, wird nicht funktionieren. Und der kleine Sack ist sowieso dauernd voll. So, jetzt haben wir aber bei den beiden Maschinen hier einen großen bauartbedingten Unterschied. Und zwar hat Metabo ist den Weg gegangen und gesagt, ja Leute, da kommt eine Absauganlage ran, fertig. Ja, mehr ist da nicht. Und bei der Absauganlage ist es so, dass sie aktiv wirklich Luft befördert und absaugt. Und deswegen ist es so, dass wir hier unten an der Stelle hier einen Absaugpunkt haben. Da stecken wir die Absauganlage drauf und die saugt dann hier über diesen Trichter das Ganze raus. Holzmann ist einen anderen Weg gegangen, wo ich sage, ja, kann ich halb verstehen, aber irgendwie auch wieder nicht. Und zwar, Holzmann hat hier diesen Fangsack mit dabei, den hier. Und ich gebe zu, ich habe so einen Fangsack früher auch benutzt. Ja, habe ich wirklich gemacht und habe gesagt, oh, ist ja super, brauche ich keine Absauganlage, weil die Holzmann hat nämlich eine Sache und zwar durch das Antreiben der Messerwelle wird so eine Art kleine Turbine angetrieben und diese Turbine transportiert die Luft aktiv raus. Und hier ist es nämlich so, hier drin ist die Turbine und die zieht die Luft hier rüber, zieht die Luft hier raus, hier durch, dahin und dann hier auf der Rückseite hier raus. Also hier fliegen die Späne auch wirklich raus. Sie fliegen hier raus und fliegen und fliegen und fliegen. So, jetzt könnte man sagen, okay, ist schön, hat aber keinen echten Vorteil, weil ja, hier werden die Späne aktiv weitertransportiert. Hier hast du aber deine Absauganlage drauf. Und damals, als ich das benutzt habe, erstens, diese Säcke halten nicht lang. Ja, wenn du die ein, zwei, dreimal benutzt, dann reißen die irgendwann auf, die jetzt nicht die super mega hyper Qualität haben. Zusätzlich ist es jetzt so, dass das überhaupt logisch gar keinen Sinn macht. Du hast jetzt diesen Sack, der ist sogar, hat glaube ich sogar irgendwo hier, da hat er einen Reißverschluss. Schön. Ja. Du musst aber eigentlich, um ihn zu leeren, musst du ihn jedes Mal über das hier abmachen, rausnehmen, irgendwo hingehen, leer machen, ausschütteln, stehst du wieder in dem Dreck, dann gehst du wieder zurück und fuddelst den da wieder ran. Das macht doch gar keinen Sinn. Erstens macht das keinen Sinn, macht keinen Spaß. Und zweitens, hier geht so eine Menge an Staub durch, das macht das nicht. So, also insofern, das ist aus meiner Sicht keine Lösung. Unterschied zwischen beiden ist aber, das solltet ihr wissen, hier haben wir aktive Transport des Staubs. Hier ist es komplett passiv und macht die Absauganlage. Übrigens, wenn ihr hier eine Absauganlage ransteckt, dann geht es natürlich genauso. Ja, das ist, also ihr könnt eine ganz normale Absauganlage ranstecken und könnt das transportieren. Komisch ist, wir haben hier einen anderen Anschluss. Nämlich das hier ist, glaube ich, ein 75 mm Anschluss. Und ich kenne, glaube ich, gar keine große Absauganlage mit 75 mm. Dann gucken wir uns jetzt mal das Ergebnis an vom Hobel bzw. hier oben vom Abrichten und das Ergebnis ist nicht gut. Es ist, würde ich sogar sagen, sehr gut. Also schauen wir uns mal zuerst Holzmann an, weil es hier gerade neben mir steht. Wie wir sehen, wunderschönes Ergebnis, schön gehobelt, ja, ist echt gut.
genauso wie man auch hier, ja, das Ab vom Abrichten, das ist super. Also kann man nicht sagen, ja, ist ein schönes Ergebnis, also von der Oberflächenstruktur. Das beim Metabo hier, aber auch nicht anders. Sieht gut aus, alles fein, hier auf der Seite auch wunderbar. Ja. Also insofern ist es so, dass man bei den beiden hier keinen so großen Unterschied feststellen kann, wenn es einfach nur darum geht, kann man beide nehmen, funktioniert. Habe ich jetzt aber auch nicht anders erwartet, muss ich sagen. Ja. Zumal die Geräte neu sind und die Hobelmesser ja eigentlich auch neu sein sollten, dann sollte es ja auch noch gut funktionieren. Ja, jetzt aber die Frage, jetzt wollen wir ja Dicken hobeln. Hinweis für euch, wir haben jetzt nicht geschaut, dass wir jetzt hier perfekt Rechtfindigkeit herstellen, weil dafür hätten wir uns jetzt nochmal komplett einstellen müssen, fein einstellen. Das könnt ihr zu Hause machen, es würde in beiden Fällen funktionieren. Wie wir ja gesagt haben, hier bei Holzmann ist es so, dass wir hier nicht so stabil unterwegs sind, sondern, ja, jetzt ist auch ein bisschen lose, dass wir hier nicht ganz so stabil sind, das habe ich euch ja gezeigt. Und hier bei Metabo sind wir schon eher auf der stabileren Seite des Lebens. Aber wir wollen ja eigentlich nicht nur eine Funktion sehen, sondern wir wollen ja auch abrichten. Und dann möchte ich euch mal so in live zeigen, ja, wir wollen Dicken hobeln, ich weiß. Wir wollen euch in live mal zeigen, wie lange das dauert und wie gut das funktioniert. Ja? Und deswegen fange ich jetzt einfach mal an und ihr könnt ja so ein bisschen mich begleiten. Fangen wir mal an. Nummer 1 war hier erstmal abbauen. Wir müssen das hier einmal komplett abbauen. Um dahin zu kommen. Das war Nummer 1. Dann müssen wir hier das hier lösen und das hier hochklappen. Ja, dann kommen wir auch zu einer Spezialfunktion hier an der Stelle, aber da erzähle ich euch nachher nochmal was, weil so spezial ist die gar nicht. Aber das später. So, dann haben wir das nächste, das hier, was wir lösen müssen. Lass mal ein bisschen... Moment. So. Es ist gut, wenn der Kameramann noch eine Hand frei hat, ja? Also das hier, manchmal passiert es, dass das sehr eng dran ist. Hier bei dem Gerät müsst ihr es nicht festspannen, bei Metabo-Schuhen komme ich gleich nochmal dazu. So, jetzt das hier oben drauf. Und hier müsst ihr darauf achten, hier muss wieder ja, die Spange rein. Das ist leider wirklich ein Thema. Dieses Plastik verzieht sich ein bisschen und dann ist es immer so ein bisschen gefummelt, das drauf zu bekommen. Aber es geht. Ist kein großer Vergang. Das Einzige, was ich an der ganzen Sache, muss ich sagen, nervig finde, ist, dass man es überhaupt machen muss. Eigentlich müsste man sich zwei Geräte kaufen, um einfach in Ruhe schön vor sich hin arbeiten zu können. Weil dieses Hin- und Herbauen immer. Na. Und wenn man es stehen lässt, jetzt habe ich es immer noch nicht drin hier. Wenn man es in einer Position stehen lässt, ist die Garantie, dass man es beim nächsten Mal genau anders braucht, 100%. Ja. So, das wär's. Wir haben das hier reingesteckt, das ist die Sicherung, damit es auch losgeht. Und jetzt haben wir es soweit, dass wir hobeln könnten. Ich hätte jetzt Lust, gleich loszulegen, muss ich sagen. Weil man guckt hier hin und weiß sofort, jetzt geht's voran. Okay, Metabo. Hier ist es so, dass wir erst einmal auch hier den müssen wir abbauen. Den hier abbauen. So, den bauen wir ab. Stellen wir zur Seite. Dann müssen wir hier nur diese beiden Klammern lösen. Die eine Klammer ist ein bisschen schwerer als die andere. So und so. Und schon können wir das Ganze hier lösen und abnehmen. Ja? Einfach zur Seite stellen. Und das ist auch der Moment, wo ihr euch entscheiden müsst, was ihr zum Beispiel besser findet. Ja? Beim einen kann man es komplett abbauen und zur Seite stellen, beim anderen kann man es hier hochklappen, es bleibt am Gerät. Beides hat so seine Vor- und Nachteile. Ich finde es eigentlich vom Handling her am Ende des Tages hier etwas günstiger, weil du so mehr Freiheit hast. Ja? Aber wie gesagt, schreib das auch gerne mal in die Kommentare, was du meinst, was du besser findest. Jetzt haben wir hier den Start der Absaugung, nur den Start. Das klappen wir einfach nur hier rüber und ziehen es fest. So, Moment. War es so? Ja, ziehen das fest. Genau. So. Und dann haben wir hier unten drunter noch die Absaugvorrichtung, also den eigentlichen Trichter. Den müssen wir lösen. Weil hier muss man immer jedes Mal das reinstecken und nach oben drücken. Da ist auch ein Sicherheitsschalter, dass es wirklich arretiert ist. So. Das Ganze können wir jetzt hier rausziehen. So. Hier draufstecken.
So und so. Und dann tada, können wir auch schon hobeln. Hier die Absauganlage drauf und dann geht es auch schon los. Es dauert eigentlich nicht lang. Du siehst also, in beiden Fällen kommst du irgendwo so mit, ich sage mal, so mit 2 Minuten bist du schon, dann hast du schon entspannt gemacht hin, kannst umbauen und kannst dann loslegen. So, jetzt aber der Moment, wo es endlich ans Dickenhobeln geht, mal gucken, wie sie sich schlagen. Schauen wir uns jetzt mal das Ergebnis an, aber vorher noch mal eine Sache von mir. Hobeln ist enorm meditativ. Im Zweifel hast du ja hiervon sogar 1, 2, 3 Meter Bohle, die du hier durchschiebst. Unsere Treppenwangen zum Beispiel, von der wunderschönen Treppe hier, ja, von der Treppe, die haben wir ja auch selber gehobelt. Noch nicht mit so einer großen Maschine, sondern mit dem kleinen DH330 von Metabo, der nur ein reiner Dickenhobel ist. Ich liebe diese Maschine und macht genau das wunderbar. So, und jetzt haben wir das Ganze hier gemacht und hatten auch hier jede Menge Spaß. Also ich sage vielleicht ich sogar noch mehr als Daniel, weil ich gar nichts machen musste, außer die Kamera zu halten. Aber wir können uns den Spaß ja auch mal teilen. So, und jetzt haben wir Folgendes gemacht. Wir haben hier unser weiches Holz und unser hartes Holz abgenommen. Und bevor wir uns das angucken, nochmal ein Hinweis. Diese Maschinen können bis zu 3 mm abnehmen. Ich bin der Meinung, macht nie mehr als 1 mm. Und wenn ihr das Ganze euch anschaut, bedenkt immer Folgendes. Je härter das Holz und je breiter das Holz ist, umso weniger nehmt ihr bitte in der Tiefe ab. Ja? Wenn ihr erstmal so grob auf eure Richtungen kommen wollt, dann ist durchaus bis zu 1 mm schon mal okay. Aber je mehr ihr auf eure Feinheiten kommt, so dass ihr sagt, so jetzt sind wir ganz kurz davor, stellt das runter und nehmt wesentlich weniger als 1 mm ab. Gerade auch, wenn ihr sowas Breites wie hier abnehmt, weil die Maschine sich dann erstens weniger quälen muss und zweitens, weil das Hobelergebnis besser ist. Ja, dadurch, dass sie weniger arbeiten muss und nicht so sehr durchs Material durchwühlen muss, ist so, dass es nur ganz fein die Oberfläche nur noch abnimmt und dann richtig so ein richtiges Finish drüber gibt. Ja. Haben wir jetzt hier auch gemacht. Das als Tipp für euch. Also quält eure Maschinen nicht zu sehr. Jetzt gucken wir uns das mal an. Wir haben hier unser weiches Holz. Jetzt gucken wir uns das Ganze von Metabo an. Ja. Hier sehen wir wieder so, noch so ein bisschen Metallabrieb. Das ist normal. Ja, wenn du einmal mit Schleifpapier drüber gehst, wäre das auch schon weg. 100% normal, kein Problem. Wir sehen hier an der Stelle, ja, hier vorne ist der Hobelschlag, deswegen haben wir es hier so ein bisschen markiert. Hier ist der Hobelschlag, also die kleine Vertiefung, das heißt, bis dahin müssten wir das Ganze abnehmen. So, hier siehst du, wir haben hier ein absolut sauberes Ergebnis im weichen Holz, aber auch hier bei der Buche ist es wirklich, wirklich schön geworden. Also das sieht wirklich toll aus. Wir haben hier kaum noch irgendwelche Messerspuren, die wir hier drauf haben, Hobelspuren. Wenn du einmal hier mit 120 nochmal drüber gehst, Finish wunderschön. Auch hier haben wir natürlich entsprechend den Hobelschlag in dem Ganzen. Und das ist normal. Ja? Es gibt quasi keinen Hobel ohne Hobelschlag. Das hast du immer, wenn du es auf Holz einführst, beim dicken Hobel unten. Ja? Wenn du es einführst, dass es dir das Messer einmal, nein, dass die Welle das einmal greift. Und da hast du einen ganz leichten, man nennt es Hobelschlag, eine ganz leichte Vertiefung auch im Holz. Ganz normal, das heißt immer auch hier so ein bisschen Verschnitt eben halt auch mit einberechnen. Ja? Erst die Länge festlegen, nach dem Hobeln. So, jetzt drehen wir das Ganze um zum Holzmann. Auch hier der Holzmann. Und auch hier ist das Ergebnis wirklich schön. Hier beim weichen Holz wirklich tolles Ergebnis, ist wunderbar hier abgehobelt, auf die Dicke gebracht, wunderschön. Bei der Buche bin ich der Meinung, man sieht etwas mehr die Messer noch. Ja? Also auch wenn man hier so drüber geht, hat man etwas mehr, also hier gerade hier, da an einigen Stellen noch so ein bisschen Messerspuren. Also nochmal zusammenfassend beim Ergebnis. Jetzt beim Hartholz, beim weichen Holz waren beide eigentlich auf demselben Niveau. Beim harten Holz würde ich sagen, wenn das hier Niveau 95% ist, ist das hier Niveau 90%. Zusammenfassend, ja, bevor wir mal zu meinem Fazit kommen, sei nochmal gesagt, beide Hobel machen einen guten Job. Und wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, verwechselt bitte nicht solche Hobel mit den irren teuren Hobel. Ich bin der Meinung, und ich persönlich mache das ja auch so, dass du mit Hobeln in dieser Klasse
durchaus solide zusammen zu Hause Dinge tun kannst, Dinge bauen kannst, wirklich Dinge auf dicke hobeln kannst, abrichten kannst und so weiter und so fort. Das Einzige, was ich mir manchmal wünschen würde, wäre eine höhere Durchlassbreite, weil dann am Ende nicht so viel zusammenbleiben muss, wenn du zum Beispiel eine Tischplatte machst oder. Ja? So ein schöner Meter wäre doch schön, aber ich glaube, das ist Wunschdenken. Ein Hinweis, bitte denkt daran, ich hatte euch hier oben ja die Datentabelle auf unserer Seite verlinkt, da könnt ihr eure Meinung abgeben. Was denkt ihr, oder was ist eurer Meinung nach das bessere Produkt, beziehungsweise was ist euer Liebling? Schreibt es auch gerne unten mal in die Kommentare, aber stimmt mal am besten dort oben bei der Seite ab. Jetzt mal zu meinem Fazit. Ich persönlich finde, beide Geräte sind durchaus Dinge in der Preisklasse, die man benutzen kann. Ja, und ich weiß genau, dass einige drunter schreiben, ja, vor 10 Jahren war noch viel günstiger, vor 10 Jahren war alles günstiger. Also, aber wir haben hier aus meiner Sicht bei Metabo klar einige kleine Vorteile. Ja, ganz kurz nochmal zusammengefasst, Nummer 1, hier gerade hier die Schutzvorrichtung, die wir vorhin gesehen haben, hier viel massiver ausgebaut, viel mehr Material, man merkt es auch hier, ja. Das ist wirklich massiver und allein das wäre schon für mich der Grund, mich für das Gerät zu entscheiden. Eine kleine Kleinigkeit, die mich aber nervt und Daniel auch nervt, ist, du kannst das hier nicht wieder runterklappen, ohne dass du Werkzeug benutzt. Denn du hast ja eigentlich einen kleinen Hebel, den du hochziehen müsstest, aber das geht nicht. Ja? Man muss sagen, ich habe von denen hier schon 1, 2 in der Hand gehabt. Normalerweise geht das ordentlich. Hier ist es irgendwie fest. Ja? Also musst du mit Zange hochziehen. Das ist eine Sache. Dann eine Kleinigkeit, die ich aber auch durchaus ein bisschen nervig finde, ist diese Anzeige, die wir einmal hier haben und einmal dort, ist hier bei der Holzmann viel weiter von, also dieses Metallteil, ja, das, was wir hier vorne sehen, das ist etwa 1 Zentimeter von der Skala weg. Dadurch musst du schon sehr genau gerade gucken, um immer das gleich abzumessen, ist hier ein bisschen dichter dran. Vom Absaugergebnis waren beide okay, ja, gefühlt war es beim Metabo weniger, aber ich glaube, es ist gefühlt. Also die machen beide einen guten Job. Man sieht aber, es gibt keinen großen Vorteil hier davon, dass er das hier aktiv macht. Dann haben wir noch eine Sache, und zwar hat man vorhin festgestellt, dass hier der Tisch weniger stabil ist als hier auf der Seite. Und dann haben wir es eigentlich auch schon. Wenn wir jetzt aber zwei Geräte betrachten, die gleich sind, hier haben wir natürlich einen Vorteil des Tisches hier unten. Ja? Das hier ist etwas, ich sag mal, es ist noch schöner zum Hin- und Herfahren. Einfach hier hochklappen und dann kann man schön in der Gegend rumfahren. Klares Plus hier für Holzmann. Hier drüben muss man es immer anheben und dann wegschieben. Geht auch, aber hier ist es etwas angenehmer. Das waren die ganzen Vor- und Nachteile der Geräte. Wir sehen, in dem Preissegment funktioniert das Ganze. Ich bin der Meinung, Metabo würde ich eher nehmen als die Holzmann. Und jetzt bin ich erstmal gespannt auf eure Kommentare. Schreibt es mal unten drunter und wer euer Liebling ist. Und jetzt ran an den Hobel und bis zum nächsten Mal.